Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine leckere Hühnernudelsuppe vorstellen, die ich natürlich selbst mache. Super Rezept gegen Erkältung. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für meine Hühnernudelsuppe, die ich selber machen möchte. Ich habe hier auf meinem Brett schon mal alles vorbereitet, und zwar auf der linken Seite hier seht ihr schon mal alles, was ich gleich brauche, um das Hühnchen hier weich zu kochen. Und auf der rechten Seite seht ihr noch mal das gleiche an Gemüsen. Erkläre ich euch gleich, denn ich mache die Suppeneinlage extra. Ich habe hier das, was man klassischerweise als Suppengemüse findet auf dem Markt oder bei eurem Supermarkt. Wir haben ein bisschen Knollensellerie, wir haben Möhren, wir haben Petersilie hier und wir haben Lauch, so eine Stange. Bei mir kommt noch dazu eine Zwiebel, eine Gemüsezwiebel, und ich gebe auch immer noch dazu ein ordentliches Stück Ingwer hier, was ich dann noch klein schneiden werde. Brauchen wir auch gar nicht zu schälen, das geht so in die Brühe. Dann kommt zur Würzung hinein Lorbeerblätter, zwei oder drei Stück, je nachdem, was ihr so mögt. Es kommen ein paar Nelken hinein. Dann brauchen wir auf jeden Fall Pfeffer auch schon für die Brühe, und wir brauchen ordentlich Salz, damit die Brühe auch wirklich Geschmack bekommt. Also Salz muss schon ordentlich sein, so ein bis zwei Esslöffel sind das hier bei mir, sonst habt ihr zu wenig Geschmack in der Brühe. Das ist zunächst mal der erste Schritt, und dann werde ich eben das Ganze hier mit 3 Liter Wasser aufkochen. Ich nehme für Hühnchen hier Hühnerschenkel. Ich nehme also kein ganzes Huhn. Ihr könnt auch ein ganzes Huhn nehmen, wie traditionell ursprünglich. Das dauert aber deutlich länger, denn so kommt man gut mit 1,5 bis 2 Stunden hin. Beim kompletten Huhn braucht ihr wirklich länger. Also das hier, 3 große Hühnerschenkel, die habe ich nur einmal geteilt hier im Gelenk, und das Ganze werden wir dann gut 1,5 Stunden mit diesen Sachen hier zusammen kochen und dann später abgießen und das Hühnchen rausfischen und das Fleisch lösen. Und wenn wir das gemacht haben, zweiter Schritt, dann kommt bei mir, werdet ihr gleich sehen, die Einlage rein. Zwischendurch, wenn das Hühnchen kocht, machen wir die Einlage hier und machen die Möhren, hier Sellerie als Stange und Porree in kleine Würfel für die Einlage. Und bei mir kommen rein, muss einfach sein, finde ich jedenfalls, Muschelnudeln, die müssen in die Hühnernudelsuppe. Und dann haben wir hier alles, meine ich, einmal angesprochen, und dann kann ich loslegen mit den Vorbereitungen, zunächst mal für die Einlage hier, für die Brühe. Und ich sagte ja schon, das hier muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Das muss nicht Julienne geschnitten sein, sondern das wird nur für den Geschmack in die Brühe gegeben. Deswegen entfernen wir jetzt hier nur so ein bisschen die Strünke von den Möhren und beseitigen so ein bisschen die Abfälle. Und dann machen wir das Ganze wirklich nur ruckzuck grob hier. Mehr muss nicht sein. So, weiter geht's, nächster Schritt. Ihr seht, ich habe mein Gemüse, das ich grob geschnitten habe, jetzt schon in meinen Topf gegeben. Nehmt einen großen Topf, dass ihr ein bisschen Platz habt, gleich auch zum Köcheln. Und was ich eben vergessen habe zu sagen, wir brauchen noch ein bisschen Öl. Ich habe hier, wie meistens für solche Zwecke, neutrales Rapsöl, das hoch erhitzbar ist und geschmacksneutral. Denn ich brate jetzt das Gemüse erstmal so ein bisschen an, damit es schon mal ein bisschen Röststoffe entwickelt. So, und ihr seht jetzt hier, die Zwiebeln fangen teilweise schon an, so ein bisschen schwarz zu werden. Das macht überhaupt nichts, das gibt nachher einen super Geschmack. Also ruhig, kräftig andünsten hier das Gemüse. Ich sagte schon, entsorgen wir nachher sowieso, wenn die Brühe durch ist. So, jetzt gebe ich meine Nelken hinzu. Die Lorbeerblätter. Und gebe mein Hühnchen hinein. Jetzt gebe ich das Salz hinzu, auch erstmal aufs Hühnchen, und den Pfeffer. So. Und jetzt gebe ich die Flüssigkeit hinzu. Und jetzt schalten wir den Herd, die Platte wieder an. Und kochen das Hühnchen erstmal richtig auf.
Und wenn es kocht, schauen wir mal rein, ob wir eventuell abschäumen müssen, ob wir oben so Eiweißschaum drauf haben. So, meine Hühnersuppe fängt jetzt an, die Brühe zu kochen. Und ihr seht, was ich vorhin meinte, jetzt haben wir hier oben so ein bisschen Schaum und den könnt ihr abnehmen. Ihr müsst es nicht machen, aber das macht man üblicherweise, weil er sonst die Brühe eintrübt. Das ist so geronnenes Eiweiß, was jetzt hier oben sich sammelt und hinterher eben dann so ein bisschen die Brühe verdunkelt und die Farbe ändert, die ist nicht mehr so ganz klar. Also schäumt es ab. Das geht relativ schnell. Das ist kein großer Aufwand. Denn wenn ihr das nicht am Anfang macht jetzt, dann sinkt später dieser Schaum auf den Boden und dann kriegt ihr den nicht mehr. So, das reicht auch schon. Wollt nicht übertreiben, wir sind nicht im Sternerestaurant, ne, also für zu Hause. Alle mal gut und jetzt schalte ich runter. Und so nach anderthalb Stunden schauen wir mal, was ich vorhin auch nicht gesagt habe, mache ich auch nicht immer, teste ich zwischendurch. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal so einen Schuss Sojasauce nochmal dazugeben zum Geschmack. Das passt eigentlich ganz gut, aber eben nur hier jetzt, nicht mehr später. In der Zwischenzeit kann ich meine Nudeln kochen und wir können auch gleich das Gemüse vorbereiten als Einlage später. So, das sieht schon sehr lecker aus. Meine Suppe hat jetzt hier gut 1:15 hinter sich, knapp anderthalb. Und jetzt habe ich probiert, ich bin noch ein bisschen lasch, ich gebe jetzt noch mal einen Hauch Sojasauce hinzu, das war es aber auch schon. Und dann lasse ich die Suppe jetzt zu Ende kochen, ja, noch eine gute Viertelstunde, 20 Minuten. Während unsere Suppe jetzt noch die letzten Minuten köchelt, kann ich jetzt noch meine Einlage fertig machen und da ist jetzt wirklich nicht viel zu machen. Das schneiden wir jetzt nur noch klein hier, Sellerie, Lauch und die Möhren. So, meine Suppenanlage ist fertig geschnitten und ja, jetzt können wir gleich den nächsten Schritt machen. So, meine Suppe ist fertig. Hier habe ich jetzt das Hühnchen gute 2 Stunden jetzt drin gehabt. Und jetzt fische ich zunächst mal ein Hühnchen raus, damit ich das gleich, das Fleisch gleich vom Knochen entfernen kann. Ihr seht, das ist hier full of the bones. Das lässt sich schon so vom Löffel drücken. Ne? Also, so soll es sein. So, und jetzt gebe ich meine Brühe vorsichtig in den anderen Topf und gieße ab. Mit einem Sieb drin. So. So, und jetzt schabe ich das Fleisch vom Knochen. Alles, was ich nicht haben will, trenne ich jetzt vor allem die Haut. Die schmeckt natürlich nicht so gut, die ist nicht kross. Also das sortieren wir aus. Das Ganze lässt sich jetzt natürlich hier wunderbar vom Knochen ziehen. Ah, ist noch ein bisschen heiß. So, das war's auch. Und jetzt geht's weiter. So, letzter Arbeitsschritt. Die Brühe ist fertig. Ich hatte sie ja eben abgegossen, das habt ihr gesehen. Und habe jetzt das Gemüse, das den Geschmack gegeben hat, schon entsorgt. Die Knochen haben wir entsorgt. Unser Fleisch haben wir jetzt hier gepult von den Hähnchenschenkeln. Und ihr seht, das ist gar nicht so wahnsinnig viel, was da übergeblieben ist. Und jetzt gebe ich alles einfach nacheinander in meine Suppe. Denn sie muss danach nochmal aufkochen. Wir müssen ja nochmal das Gemüse hier ein bisschen weich kochen. Das ist ja jetzt noch roh. Das machen wir auch. Und ihr seht, das ist schon reichlich hier. Und die Nudeln gebe ich jetzt noch nicht dazu, denn die habe ich extra gekocht. Die sind ja schon durch. Ich gebe jetzt hier noch mein Fleisch dazu. Und da wird der Topf auch schon ganz schön voll hier. Die Nudeln gebe ich noch nicht dazu. Ich lasse das Ganze jetzt hier nochmal ganz still, so 10 Minuten simmern, damit es sich verbinden kann geschmacklich, damit das Gemüse weich wird. Und gebe dann erst die Nudeln hinzu, denn die müssen nur noch heiß werden. So. Gemüse ist weich und hat noch ein ganz bisschen Biss.
so wie ich es mag. Und jetzt gebe ich als letztes nur noch meine Nudeln hinzu, nur noch damit sie heiß werden. Und dann können wir auch schauen, ob es geklappt hat. So, geschafft. Die selbstgemachte Hühnernudelsuppe ist fertig und dann wollen wir mal servieren. Ich habe eben schon probiert. Und ihr seht, dadurch, dass ich eben das Gemüse vorhin nicht genommen habe, sondern dieses Gemüse jetzt entsorgt habe und nochmal zur Einlage Frisches gemacht habe, haben wir auch noch eine wundervolle Farbe hier in der Suppe. Und haben auch einen wundervollen Geschmack. Ich habe eben noch mal ein bisschen probiert und überlegt, ob ich noch nachwürze, aber das war tatsächlich nicht nötig. Sie ist salzig genug, sie hat genug Pfeffer und die Sojasauce zwischendurch war gut. Das würde ich wieder machen, habe ich ins Rezept schon reingeschrieben, habe ich euch schon korrigiert. Und das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist das Ganze hier mit ein bisschen Petersilie bestreuen, wenn ihr das denn mögt. Und mehr geht nicht mehr. Meine wundervolle selbstgemachte Hühnernudelsuppe. Ja, sie braucht etwas Zeit, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Super lecker. Hühnernudelsuppe selber gemacht. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.